Recht herzlich willkommen zur 236. Folge von City Skylines. Ja, da sind wir in diesem Spiel und wir hatten was vor. Wir haben letztes Mal eine Seilbahn gebaut, die wir wo ungefähr finden. Hier hinten muss die gewesen sein. Und dort hatten wir gesagt, dass wir uns um diese Symbole hier kümmern wollen. Drehen wir mal rein oder so. Ja, so haben wir letztes Mal beendet. Und wir wollten nach dem Kommerz gucken, der ja auch schon wieder ganz viel will. Was ist das hier für ein Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, da können wir jetzt nichts für. Aber die werden ja irgendwann vielleicht mal kommen oder sowas. Und der Kommerz möchte noch mehr Fläche haben. Haben wir denn irgendwo noch freie Flächen, die wir da vermarkten können? So, hier unten wäre noch was, ne? Zuck. So, hier schick, oder? Wird aber nicht bunt hier, ne? Ne. Läuft, oder? Ist da schon was vom Dingens hier? Ne, dann. Ne, andersrum, so rum. Passt. Und da. Das können wir entfernen. Und dann blau machen. Genauso wie wir das da blau machen. Dann kann der Kommerz wachsen. Und er macht dies auch schon, wie wir ja sehen. Schon ein paar da. Dann läuft das schon mal an. Strom ist gut. Und Wasser ist schlecht. Machen wir Wasser noch hin. Dann läuft es noch viel besser. Passt. Dann sind die auch gleich glücklich, dass die Wasser haben, ne? Gut. Unsere Seilbahn fährt da hin und her, wahrscheinlich mit keinem Personal. Oder Personen. Personal ist ja nicht so. Oh, da sitzt tatsächlich einer drin. Das ist ja schon mal was. Da sitzt niemand drin. Da sitzen sogar zwei drin. Ja, vielleicht wird es ja noch was, ne? Da sitzt keiner drin. Interessanterweise fahren auch ganz viele Gondeln hoch und keine runter, ne? Kommt noch wer? Ne. Gut, steht hier irgendwie was? Wie viel warten? Ne, ne? Bediente letzte Woche zwei, okay. Das ist die, die runterfährt mit einem Passagier. Da ist noch einer. Die hat aber keinen Passagier. Die hat auch keinen Passagier. Hier sind sie durchgefahren, da kommt einer mit einem Passagier, okay. Und hier ist noch eine Runde mit keinem Passagier. Und da ist auch keiner drin. Okay, haben wir das aber erstmal. Ist hier vielleicht auch nicht so ein tolles Ziel, ne? Hier oben, wo nichts los ist. Was sollte man da jetzt hinmachen, dass da noch ganz viele sind? Vielleicht irgendwie. Ja. Parks und Plätze. Requisiten. Brauchen wir nicht. Tja, was ist das alles, ne? Skateboardpark. Reitstall. Beachvolleyball. Restaurant am Pier. Yachthafen. Jetski-Verleih. Ich hätte was gern für den Winter. Tennisplatz, Basketballplatz. Platz mit Bäumen. Platz mit Picknick. Paradoxplatz. Ja, Riesenplätze hier. Kann man nichts hier oben mit wollen, ne? Haben wir Monumente? Da sind sie. Kernfusionskraftwerk. Hadron Collider. Ja, kann man nicht weiter ausholen. Sind die einzigen zwei, die wir haben. Das riesengroß brauchen wir auch nicht. Das waren Monumente. Ah, einzigartige Gebäude noch. Nichts freigeschaltet. Nichts freigeschaltet. Auch nicht. Auch nicht.
Oder was heißt das hier? Oder nur einmal möglich wahrscheinlich, ne? Oh, haben wir ja schon. Rathaus. Kaufhaus. Einkaufszentrum. Theater. Hypermarkt. Und London Eye. Geht nicht. Ja, das bringt uns dann hier auch nichts. Parks und Plätze haben wir, glaube ich, durch. Da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt hätte, jo, das wollen wir haben. Hier so Kinderspielgeräte. Das ist alles nicht das, was wir brauchen. Kiosk. Fastfood-Kiosk. Das ist jetzt alles nix. Das ist Bus und Bahn. Nee, ich glaube, wir haben jetzt nicht hier, wo wir was sagen würden. Das bauen wir da oben mal gerade eben hin, damit es schick ist, ne? Ja, was ist hier mit unserem Nahverkehr hier? Gucken wir mal rein. Seilbahn, 6 Euro, doch so viel. 214 für die Monorail. Ja, totale Verluste hier. 530, 848. Hier, das Einzige ist, glaube ich, die U-Bahn, die uns gerade plus bringt. Der Rest bringt uns alles miese. Parks. Ne, Touristen ist das. Ja. Einnahmen aus Straßenzöllen haben wir nicht. Gut, was könnte man hier bauen, um diese Bahn besser zu haben? Das ist die Frage. Hier so ein Denkmal, so ein Ausflugsziele. Das wäre jetzt das, was man da oben braucht, ne? Aber die haben wir ja irgendwie hier nicht, oder? Also haben wir schon was, aber nicht in der passenden Größe hier, ne? Anglerinsel. Tropengarten. Japanischer Garten, der wird hier oben sogar hinpassen von der Größe, ne? Vielleicht irgendwo. Selbst das Karussell hat eine große Fläche. Das ist alles nix. Sonstige und kleine Gebäude. Das einzige kleine Gebäude ist der japanische Garten. Toll, oder? Ja. Kannst du knicken. Da ist also auch nichts bei. Wie ist denn das hier? Ah, okay, dann machst du das weg. Gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir da schon mal weiter. Der Kommerz möchte immer noch wachsen. Stahlwerk, okay. Wie werden hier die Ökonomie bzw. die Rohstoffvorkommen? Mhm. Was ist jetzt hier von... ja... Hier wäre eigentlich alles, ne, nicht Kommerz zu machen, sondern so eine schöne Industrie. Weil die das da brauchen, ne? Hm. Ja. Was machen wir dann mit Vierteln hier? Da ist noch eine Straße, die da reingehen würde. Hier haben wir schon ganz viel Kommerz. Straße reinbauen. Das wäre die vierspurige und dann machen wir noch eine zweispurige mit Bäumen. Schick, oder? Hm, komm, das machen wir da nicht. Machen wir da.
fertig. Das lassen wir erstmal so. Und dann wollen wir dem Kommerz doch das geben, was er haben möchte, nämlich neue Gebiete. So, das haben wir. Und in der Mitte machen wir kleine noch. Passt. So, damit ist die Fläche auch erweitert. Da wachsen auch schon einige, hier auch schon. Dann wird da der Bedarf befriedigt. Hier hinten sehe ich schon, können wir ein paar Sachen freimachen wieder. Räumung beendet. Irgendwas piept jetzt gerade, aber ich glaube, das ist dieser Mast. Das haben wir dann auch gleich alles erledigt hiermit. Ist noch einer? Ne, die anderen sind deaktiviert, die werden geräumt. Hier sind welche, die müssen geräumt werden. Das weg, das hin und los geht's. Läuft, oder? So, das war hier der Funkmast, ne? Hörst du? Krass, oder? Kostet richtig Asche. 972 kW. Und wie weit ist die Reichweite? Kann man das auch irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, ist so. Hier wird schon mal gebaut, aber auch nicht so wirklich, ne? Naja, aber wir haben was angeboten. Ist aber auch gerade weniger geworden, ne? Das Grüne ist noch da. Wir haben 3000 plus, das ist auch gut so. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Wir gehen mal wieder hier hinten hin und gucken nochmal nach unserer tollen Bahn, die wir hier haben. Keiner drinne. Keiner drinne. Keiner drinne. Ja, war jetzt nicht die Lösung hier, ne? Aber wir haben's. Das ist das Entscheidende. Okay. Hier, dieses Observatorium. Das wäre natürlich oben auf dem Berg viel besser, ne? Sollte man das verschieben? Besucher letzte Woche 15, Touristen letzte Woche 13. Würde ich jetzt gerne verschieben wollen. Geht das hier überhaupt hin? Das ist die nächste Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Das hätten wir es nämlich wahrscheinlich gemacht. Dann machen wir das nicht. Das kann ich da wegmachen und mache es so, dass ich dieses Windrad mal wegnehme, ne? So, die freuen sich da jetzt nicht, ist klar. Und nehme das und baue das dahin, wenn es denn dann dahin zu bauen geht, ne? Das ist ja voll doof, ne? Kein Grün. Geht hier nicht hin. Gut, dann bedeutet das, es bleibt da. Und was haben wir hier? Der Arzt, der muss jetzt nicht hier sein, ne? Wollen wir denn noch eine freie Stelle, wo wir den hin platzieren können? Hier irgendwo? Da geht's doch. Dann zack. So, jetzt nochmal das Observatorium. Bewegen wir dahin. Ey, Alter, das ist jetzt aber nicht schön. Das kommt sofort erstmal weg, da baut keiner. Das machen wir auch noch weg. Und dann nehmen wir nochmal das Observatorium an uns an. Ich will das jetzt hier hinbauen.
So, dann gibt's noch das Werkzeug zum... Gibt's das Werkzeug zum Bauen? Ja, hier. Boah, das ist ja krass zu sehen hier, wie man hier bauen kann, ne? Oh Mann. Mach das wieder weg, nimm das und bau das dahin. Geht noch nicht. Gut, dann noch nicht. Dann nochmal hier was verbessern. Gut ist es. Und das nochmal verschieben. Und jetzt muss es aber gehen, oder? Oh. Kann ja jetzt nicht sein, oder? Gut, das haben wir auch. Und nochmal das Ganze. So, das bedeutet, da unten muss noch was wahrscheinlich weg. Das mal weg. Und das reißen wir da unten ab. Und dann kommt da was hin. So, jetzt wird's besser. Glaube ich jedenfalls. Oh. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Werkzeug, aber komisch ist es. Rückerstattung, okay. Oh Gott. Das ist ja was. Passiert jetzt hier was? Muss ja, weil ich da gerade was mache. Sieht man natürlich überhaupt nichts, was man da tut oder nicht tut, ne? So, jetzt nochmal gucken, dass wir das ausmachen hier gerade. Das nehmen und gucken, ob wir das jetzt da irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Jetzt müssen wir das irgendwie plätten noch. Aber wie das wieder geht, weiß keiner. Geländer glätten, okay. Noch mal gucken, ob es jetzt geht. Glaub's zwar immer noch nicht, aber können es ja mal probieren. Oh, da geht's. Zack. Sehr schön. Jetzt hat die Bahn auch einen Sinn. Die fährt mich zum Observatorium. Vielleicht kommen dadurch auch ein paar Fahrgäste mehr, weiß ich nicht. Aber ein Versuch ist ja wert, ne? Da sind schon mal 4 drin. Allerdings waren die da schon vor dem Observatorium drin, aber.
Und krass, im Hintergrund sehe ich gerade ganz viele Schiffe, die da Personen bringen, oder wie sehe ich das? Einen von 100, okay. War wohl doch nicht so dolle. 100 von 100. 100 von 100. 10 von 100. 100 von 100. Okay, die kommen alle. Dann ist doch alles gut, oder? Wir fahren weg. 2. Okay, damit sind wir hier oben so weit, dass wir sagen können, hier, unser Observatorium hat es dann da geschafft, auf die Spitze zu kommen. Hier war dann irgendwo was frei geworden, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so spielentscheidend. Das Windrad können wir da lassen, da fehlt jemand Wasser. Dann gucken wir gerade noch nach dem Wasser. Gut, haben wir. Und dann sind wir soweit erstmal durch, würde ich sagen. Ja, wir haben ein bisschen was geschafft, indem wir da oben das Observatorium hingekriegt haben. Wie befördern die denn? Das konnte man hier unten sehen, ne? Da. Okay, 20 die Euro, die Passagiere. Da hatten wir 2 vorhin, also es werden mehr. Macht Sinn, ne? Da sind ja auch wieder mal 4 drinne. Da sind 2 drinne. Vielleicht etabliert sich das jetzt mal. Keiner drinne. Komm, keiner drinne. Naja, ist halt ein Gimmick, ne? Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber reichen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.